dem exklusivsten Ball, dem Wiener Opernball, geht heute beim größten Ball Österreichs, wenn nicht sogar Europas, so richtig die Post ab. 16.000 Besucher verwandeln die Stadthalle in eine einzige Landwirtschaft. Ja, und wir, Andrea, werden heute nicht nur die Promis so richtig aufmischen, sondern mit ihnen auch das ein oder andere ausschnapsen. Sind Sie eigentlich ein Bauer? Ja, und was für einer? Ja, und so ein sogenannter Kleinbauer, ja? Und was baust du an? Das ist ja auch eine gute Frage. Viele dumme Sprüche, ja? Sie wachsen und im Herbst ernte ich sie wieder. Also ich bin ein Landwirt, zahle bei der Kasse ein und darf gratis impfen. Hast du in der Zeit schon abgebaut auch? Na selbstverständlich, aber nur an Gefährlichkeit. Die baue ich aber jetzt langsam wieder auf. Was ist denn ein Gang? Ein Gang, das tut man beim Viererschnapsen mit Ansage. Und wenn man gewinnt, hat man 9 Punkte. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Item, wo er wohnt. Ich dachte, Sie wollen meine Dissertation überprüfen. Das ist ja in Zeiten wie diesen auch recht modern. Was bauen Sie denn an? Ja, indirekt helfe ich mit beim Kaffeeanbau. Das funktioniert sicher bei mir, ja. Ich bin ein ziemlicher Profi beim Bauernschnapsen. Ah, das sind die doppeldeutsche Karten, ja. Mit denen kann ich einigermaßen umgehen, aber nur einigermaßen. Kaffeebauer und von der Einstellung her eigentlich ein Bauer. Spielen Sie den Bauernschnapser mit oder ohne Bettler? In Graz wahrscheinlich ohne jetzt? Ja, ich spiele meistens mit Bettler. Also ich spiele gern mit Bettler. Ich spiele sogar, und das hören viele nicht, gern mit Zehnerloch. Aber es macht es irgendwie spannender, wenn man mehr ansagen kann. Und dann entscheidend ist, dass man 66 oder ein bisschen mehr hat, dann passt es. Das ist ein aufgeregter Bettler, den ich jetzt hätte. Also 6 Punkte auf einen Anhieb. Ein Glück habe ich beim Schnapsen noch nie gehabt, eher in der Liebe. Mein Plattel ist gut, ich habe immer zur Reserve habe ich immer noch was eingesteckt. Tun wir pokern oder was spielen wir da eigentlich? Diesen Ball macht es entsetzlich attraktiv, weil eine gute Stimmung ist, weil das Rahmenprogramm stimmt und weil aus meiner Sicht alle Leute heute gut aufgelegt sind. Also mischen geht, glaube ich, schon. Also ich kann schnapsen, einigermaßen das Bauernschnapsen, ist das dasselbe? Ja. Man spielst zu viert? Einen Gang. Ja. Gespritzt. Gang und gespritzt, sehr gut. Also bitte, zuerst von allen ein Kreuz. Ja, was ist denn überhaupt Trumpf? Es gibt keinen Trumpf beim Gang. Und er kann einen Gang mit Trumpf spielen oder einen Gang ohne Trumpf. Aber es entscheidend ist, dass ich alles Stich mache. Mit wem spielen Sie überhaupt, Herr Bürgermeister? Gegen die drei. Gegen die drei, zugeben, geht schon. Ein Kreuz, wenn du kein Kreuz hast, eine hohe bitte. Sehr gut. So gehört sich das. Der Schnapser, da muss ich mit 3 Stich die 66 machen. Und der Herrenschnaps ist, wenn man das mit Trumpf spielt, oder? Wenn ich schon 5-6 Bummel vorn bin, höre ich auf. Und wenn ich 5-6 hinten bin, bleibe ich sitzen, bis ich das Plattel wieder trab. Ich hab das gestochen erst. Was spielst du, einen Gang oder Peter? Jetzt einfach eine auf. Es ist wurscht. Hermann, bitte eine auf. Wie läuft es denn anders? Es läuft ganz gut. Der wird hinken an seinem Gang, den er jetzt spielt. Das ist jetzt eine Budgetverhandlung zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz. Bei mir ist wurscht, ich kann ihn nicht halten. Also der Herrenschnapser ist, wenn man alle Trumpf hat und hinlegt. Alle Trumpf, das habe ich selten. Alle Trumpf habe ich selten in der Hand. Auch nicht in der Politik? Das würde ich mir öfter wünschen. Es wäre angenehm, wenn ich mal alle Trümpfe in der Hand hätte. Da ist er schon. So. Sehr, und? Das war's. Dankartig, den Beitrag hat der Bürgermeister gezahlt.